Mehrere tausend Bauern sind heute samt Arbeitsgerät in die Hauptstadt gerollt und sorgten für Verkehrschaos. Sie sind wütend über die Agrarpolitik und immer neue Umweltauflagen. Mehrere tausend Bauern sind heute samt Arbeitsgerät in die Hauptstadt gerollt und sorgten für Verkehrschaos. Sie sind wütend über die Agrarpolitik und immer neue Umweltauflagen. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Protest. Riesige Traktoren vor dem Brandenburger Tor, da gucken selbst die demonstrationsgestellten Berliner zweimal hin. Tausende Bauern samt ihrem Arbeitsgerät legten heute die halbe Hauptstadt lahm, denn sie selbst fühlen sich eingezwängt zwischen immer höheren Umweltauflagen und dem beinharten Wettbewerb im Supermarkt, wo Verbraucher meist zum preisgünstigsten Produkt greifen. Sebastian Planthold. Da müssen Regierung und Bauern wohl noch viel miteinander reden, auch weil der Agrarsektor wichtig ist im Kampf gegen den Klimawandel. Der findet nämlich nicht in ferner Zukunft oder fernen Ländern statt, sondern zeigt sich längst schon ganz konkret in Deutschland, so der Klimabericht der Bundesregierung. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von der letzten großen Chance, das Blatt zu wenden. Aiber Alas. Am Tag nach dem dreisten Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe ist leider noch immer die große Frage, wer sind die Täter und wo ist die Beute? Darauf gibt es vorerst keine Antwort, zumindest das Fluchtauto ist gefunden. Eine andere wichtige Frage ist aber, wie gut bzw. schlecht sind solche einzigartigen Schätze in Deutschland eigentlich geschützt? Peter Hantjes berichtet. Das Wetter müssen wir leider nehmen, wie es kommt, nämlich wärmer, aber leider auch nasser. Immerhin ist das Abendprogramm gut gefüllt. Bei uns geht's weiter mit Navy CIS. Gute Unterhaltung Ihnen und bis bald. Tschüss.